An der Börse in Frankfurt begrüße ich Markus Görne. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Krohns. Was ist denn da eigentlich los bei ThyssenKrupp? Ja, da sind große Schwierigkeiten und auch Probleme in der Vergangenheit, die nicht bewältigt wurden. Es ist eine Perle der deutschen Industrielandschaft, der ThyssenKrupp. Aber in nahezu allen Bereichen gab es Probleme, gibt es Probleme. Es gibt eine Branche, die Aufzugssparte, die funktioniert wunderbar. Und da ist halt jetzt die große Frage, kann man dieses Tafelsilber noch irgendwie zu Geld machen? Und da gibt es die Möglichkeiten, verkaufen oder tatsächlich an die Börse bringen. Jetzt stehen Sie an der Börse. Was ist denn da heute mit dem Kurs passiert? Na, die Nachrichten waren natürlich extrem schlecht und da unterscheidet sich die Börse nicht von allen anderen Gefühlswelten, die wir so in der Gesellschaft und in unserer eigenen Lebenswelt haben. Da war die Stimmung natürlich ziemlich mies. Das schlägt sich dann natürlich auch auf den Kurs nieder. Und insgesamt ist die ThyssenKrupp-Aktie in diesem Jahr ziemlich schlecht gelaufen. Also kein besonders gutes Papier für Aktionäre, Anteilseigner, die ja tatsächlich auch Eigentümer dieses Unternehmens sind. Und jetzt muss man nach vorne schauen. Aber es ist schon bitter, wenn man sich überlegt, was ThyssenKrupp tatsächlich für ein Unternehmen ist. Das hat die deutsche Industrielandschaft geprägt über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg. Und jetzt sind sie mal wieder in schwerer See, aber diesmal in besonders schwerer See. Und das wird auch hier an der Börse mit Sorge beobachtet. Herr Görne, die Börsianer zumindest, die behaupten ja immer, sie hätten so ein bisschen den Finger am Puls der Unternehmen. Das heißt, sie würden sofort mitbekommen, wenn da irgendetwas los ist. Ist das nicht vorher schon klar gewesen? Ja, es wurde immer so ein Durchwurschteln eigentlich beobachtet, tatsächlich. Es gab immer so ganz, ganz kleine Teilerfolge, aber das ging eben tatsächlich immer nur in so Teilbereiche rein. Das große Ganze, und das ist natürlich bei einem Unternehmen, bei einem Konzern wie ThyssenKrupp von entscheidender Bedeutung, das hat niemand so recht auf dem Schirm gehabt. Es gab immer mal wieder so Momente, da hatte man den Eindruck, das läuft ganz gut. Das war zum Beispiel so, als die Stahlbranche, wo ThyssenKrupp ja bekannt und berühmt für ist, gut lief und dann kam dieses große Desaster in den Vereinigten Staaten und auf dem amerikanischen Kontinent, wo man stark investiert hat in Stahlkraftwerke. Dann sind die Preise nach unten gegangen, die Nachfrage brach ein und dann hatte man sofort ein riesengroßes Loch von 8 Milliarden gerissen. Und diese Probleme sind nie wirklich in den Griff bekommen worden und das hält tatsächlich an. Und das hatte man in vielen anderen Teilen dieses Konzerns eben auch, ob das Anlagen waren, ob das die Automobilkomponenten waren, weil auch die Autobranche, wie wir alle wissen, steht ja enorm unter Druck. Die weltweite Nachfrage lässt nach. Also das trifft natürlich so ein Mischkonzern wie ThyssenKrupp besonders hart. Und jetzt hat man tatsächlich den Salat und steht vor den Scherben von einer fehlenden Gesamtheit, was die Politik in diesem Konzern anbelangt. Herr Görne, meistens kommt ja an der Börse so richtige Begeisterung erst auf, wenn Spekulation bei Unternehmen existiert. Das heißt, wenn man sagt, da ist ein tolles Produkt oder das ist ein ganz neues Unternehmen mit tollen Ideen. Das sind ja diese klassischen Industrieunternehmen ohnehin nicht. Ja, dieses Problem haben wir eigentlich grundsätzlich in Deutschland, muss man sagen. Wir sind ein Land von Industrieprodukten, die Premium tatsächlich auch sind. Das muss man schon sagen. Da ist Deutschlands Erfolg hergekommen. Das ist auch ein Großteil unseres Wohlstandes, von dem wir alle leben. Aber was die Industrieprodukte eben nicht so gut können und nicht so gut haben, ist, sie haben den Zenit erreicht. Und jetzt muss es darauf ankommen, neue Technologien und überhaupt Technologien in diese Industrieprodukte zu bekommen. Und da tun sich deutsche Unternehmen im Regelfall schwer. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben aus einer anderen ganz wichtigen Industrie, die auch mit ThyssenKrupp zu tun hat, nämlich Automobile. Und da geht es zum Großteil um das autonome, um das vernetzte Fahren. Und da wird eben von entscheidender Bedeutung sein, schaffen es die deutschen Autohersteller, Technologie ins Auto zu bringen oder werden amerikanische Technologieunternehmen die deutschen Autohersteller kaufen. Und so ähnlich muss man sich das bei ThyssenKrupp eben auch vorstellen, dieser Sprung in die Gegenwart hinein und damit auch in die Zukunft Technologie in diese Industrieprodukte zu bekommen, das wird die entscheidende Aufgabe sein, die weit über die Unternehmenkonzerne hinausgeht. Da hat auch die Politik und am Ende auch die Gesellschaft ihren Anteil mit beizutragen. Markus Görne aus Frankfurt, herzlichen Dank. Gerne.